die irgendwo noch ein geheimes Fach haben, meinst du? Ja, ne. Ah, ich glaube, ich weiß noch, wo Sig. Echt? Ich muss dich mal kurz killen, ich weiß noch was. Okay. Ich habe letztens unter Shandys Basis haben wir eine geheime Base gehabt. Aha. Die habe ich mit Shandy gefunden. Da waren auch Kisten, das da mal nachgucken. Komm mal mit mir. Okay, das wäre gut. Die muss ein Creative raufschicken. Ja. Ach so, jetzt haben wir kein Boot. Ah nee, du willst hier hin. So, und zwar, wenn ich jetzt mal kurz in Dings gehe, ja, weiß ich auch ganz genau, diese Vögel irgendwo hier unten von hin geklatscht haben, weil es ist mir jetzt aufgefallen. Da haben wir versucht, die Portalen zu verbinden. Da bin ich unten bei einem Portal rausgekommen. Das habe ich dann kaputt gemacht von mir. Ah, ja. Damit Chinese Portal funktioniert. Es war direkt hier. Okay. Aber jetzt sehe ich nicht mehr. Hey, na, warte, das muss man finden. Es war eigentlich hier in der Nähe. Ha. Also genau in der Nähe von Shandy oder ein bisschen weiter weg? Um Umkreis. Hm. Na, hier lädt gerade nicht alles richtig. Tja, hier ist eine Kiste voll gefüllt mit Fisch und alle anderen sind leer, die ich gerade durchguck. Ja. Das ist Shandy, ey. Shandy war auch selten da. Hm, das stimmt. Ich bin ja froh, dass überhaupt noch was entstanden ist, weil ich ihn so zwei, dreimal noch auf den Server gelockt habe. Ja. Ich habe nichts mehr getan. Naja, ich glaube, er braucht mal wieder so ein richtiges Grind-Projekt, wo er richtig ausrasten Nein, kann. Nein, das Problem ist ja sein PC. Ach so, stimmt, das ist ja jetzt... Sonst Snowball 5, da hat er ja voll Bock drauf gehabt. Und ich sagte, das ist TCR 10, wäre der auch richtig am Durchstarten. Das Problem ist ja einfach nur, soll ich sagen, unseren PC alle. Na, da war es natürlich auch nicht gut, dass er den damals sozusagen zerstört hat. Wann war das? Ah, ja, stimmt, wo er dagegen gehauen hat, so, ja. Na, wo er hier alles gegen die Wand geschmissen und... Wurde gesagt, dass das hast du noch nie erlebt. Ja, der ist so ausgerastet, weil er von einem Leck gestorben ist. Oh. Eine Tastatur genommen, einfach in zwei Teile gebrochen, einfach mit einem Maus gegen die Wand geschlagen, einfach so ein Loch in der Wand. Ja, am Router. Einfach ein PC so einmal an der Seite reingeboxt und in der Ecke vom PC so eine Ecke, so eine Glasecke kaputt war. Ja. Aber weil der noch so einen Kasten, noch so einen Kastenfernseher als Monitor benutzt. Ach so, so ein Röhrenfernseher. Ja. Oh. Und dann hast du ja noch erzählt, dass er seine Katze die Zähne ausgeschlagen hat. Okay, ja, das war übertrieben, das war Spaß. Alter, das war jetzt übertrieben. Oh. Alter, hab ich das wirklich gesagt? Na, um mich zu verarschen. Du hast mir geglaubt. Naja, erst, ich dachte so, ich war ein Schockstarre, weißt du, ich hätte dann alles geglaubt. Alter, deswegen, mein Gott, dann kannst du die Zähne ausgeschlagen, ach du Scheiße. Lass den Psychopathen einweisen. Oh. Ich glaube, wir finden die Scheiße nicht. Hab ich gerade auch so die Ahnung, weißt du? Aber nur ganz entfernt. Wo soll man das auch suchen? Ich hab's. Hä? Als ob. Das ging jetzt schnell. Wieso kann ich mich im Game Mode 3... Aber fuck, hier sind keine Kisten. Die Kisten hier waren Kisten gewesen. Hier waren mehr Kisten gewesen. Ach so. Oder war das doch was anderes vielleicht, was du meinst? Weil ich kenne auch noch so einen Ort, das war bei Taramti eher bei denen... Unter so einem Iglo oder auf jeden Fall übelst weit in einer Wüste, in einer Schneewüste. Warte. Erstmal kriegen wir dich kurz. Ja. Dann gehen wir jetzt mal kurz in. Dann schreibe ich noch eine Vermutung. Ja. Dann gehen wir mal kurz in Creative und fliegen nochmal kurz in Nether. Mhm. Wir fliegen aber hier im Spectator, fliegen wir hier raus. Ne. Weil, warte mal, das hier war denn so wie wir ihn kannten. Irgendwie ging es hier runter. Dann waren hier Wege nach unten gebaut. Der Nether ganz am Anfang. Der war doch hier voll durcheinander. Ja. Ich habe einfach alle kreuz und quer gebaut. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir noch Anfang haben die sich da so einen Weg dahin gebaut zu ihrem Portal, was richtig unterirdisch war. Na, die hatten da noch so ein anderes und wir haben ein neues hingebaut, um das genau, zu verbinden. Genau. So, jetzt müssen wir nur die Treppe finden, weil ich bin mir sicher, da waren zwei Treppen, die hat auch zu einer Farm geführt. Das stimmt. Jetzt müssen wir nur den Weg finden, weißt du, was ich nicht meine? Ja. Die Treppe nach unten ging. Ich glaube, hier brauchst du nicht gucken. Das war da vorne. Ach so. Ah, hier, warte mal, da war doch die Netherfestung und davon ging's los. Hier ist eine Treppe, habe ich gefunden. Ah, hier ist ein Portal, meinst du das? Wo ist eins? Warte, noch nicht reingehen. Ich weiß nicht, wir gucken uns das mal an. Also ich glaube, da kommen wir aber in deren Stadt einfach noch raus. Ja, tatsächlich. Ah, fuck. Da war aber noch ein Portal, Sig, da war noch eins. Ja. Da waren zwei Portale. Okay, das wäre interessant. Das kenne ich nämlich auch noch nicht richtig. Weil da war nämlich irgendwo auch so eine Treppe und da ging es zwar auch so richtig. Vielleicht hier ist ja so ein Gang, eventuell geht's da lang. Das Portal hier ist neu, das merke ich jetzt schon. Welches? Das Portal, was die hier jetzt haben, das Portal ist neu. Aha. Wir hätten aber noch eins.
Schau, die haben das weggesprengt. Oh, hier ist noch eins, ich hab's gefunden. Ey, ich bin jetzt diesem riesenlangen Gang gefolgt. Ich dachte, da komme ich dann niemals irgendwo raus und dann doch. Was? Das End. Ach so, liegen noch Blöcke rum. Das gab's ja auch noch. Haben wir das gemacht, das End, ja. Ey! Oh, ich dachte gerade, ich sterb. Ach, bist du im End drin, ja, oder wo? Ich habe auch so abgefuckt, dass wir einfach im End dran schon gekillt hatten damals. Ja, stimmt, gell, wo das dann noch rauskam. Ah, wo finden wir jetzt das Portal noch? Ich meine, wir können ja auch mal dem Weg folgen, den ich noch im Kopf habe, mit der Stadt, was ich meinte vorhin. Dann müssen wir uns hier gleich nochmal erklären. Ja. Ist halt jetzt so, was sollen wir machen? Digga, wir machen das alles für scheiß Eisen, für was brauchst du das eigentlich? Na, für den Beacon, haben wir noch gesagt. Du hast keinen einzigen Ei, was, wenn, ich glaube, wenn du es jetzt gefahren hättest, wärst du schneller dran gewesen. Das glaube ich nicht, ich war da vorhin schon in der Höhle und habe das einfach nichts gefunden schon. Und ich brauche ja für einen Beacon auch richtig viel. Und dann wollten wir auch beide was haben und die haben das in Übermaßen, weißt du. Und zwar in der Richtung war noch unterirdisch ein Versteck. Ich hoffe, ich finde das jetzt. Das weißt du 100%. Ja, aber ich weiß nicht, ob die da was gelagert haben oder was. Hier vorne ist noch eins. Echt? Ja, du bist gerade voll vorbeigeflogen, hier. Wo ist es? Hallo, ich sehe nichts. Ah, jetzt. Warte mal, ist es das? Ja, doch, das ist es. Das meinte ich. Naja, hier ist auch nichts. Toll. Ich würde gerne mal wissen. Ja. Wie viele Portale haben die denn gemacht? Ich muss dich kurz mal killen. Oh, keine Ahnung, ey. Das ist so verwirrend alles in der Welt hier. So, und weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir oben bei Impact gucken. Am Ende hat er wieder einfach Eisenblock in seiner Kiste dran. Glaube ich zwar nicht, aber ja, können wir mal. Nee. Oder Taramti hat sie noch im Inventar, das glaube ich bald am ehesten. Ja, das kann auch sein. Oh, nee. Ja, wahrscheinlich hat er die in eine Chalkerbox oder so. Ja, gut. Dann das Wasser, wir uns beim nächsten Mal und ciao, ciao. Okay, ciao.